Ja, hallo. Im vorigen Video hatten wir den Addierer kennengelernt. Der nennt sich übrigens auch Summierer. Ja, und da hatten wir auch eine Formel hergeleitet. Da hatten wir hier angefangen, haben hier dann die Formel weiter fortgeführt, waren an dieser Stelle stehen geblieben. Und da hatte ich dann gefordert, dass alle drei Widerstände, die hier vorkommen, alle gleich groß sind. Dadurch war im vorigen Video Folgendes passiert. Dieser Bruch hier wurde zu 1, denn wenn beide Widerstände gleich groß sind, hat dieser Bruch den Wert 1 und dieser Bruch wurde auch zu 1, konnte also auch fortgelassen werden. Und dadurch haben wir das Ergebnis erhalten, die Ausgangsspannung ist gleich minus U1 plus U2. So, das haben wir also im vorigen Video gemacht. Wir haben also alle Widerstände gleich groß gewählt. Dadurch haben wir einen ganz normalen Addierer erhalten. Gut, der invertiert hier nochmal das Signal, weil es ein invertierender Addierer ist. Aber das war ein ganz normaler Addierer. Jetzt werden wir diese Einschränkung, dass alle Widerstände gleich groß sind, fallen lassen. Das heißt, wir erlauben auch Widerstände R3, die einen anderen Wert haben als R1, ne? Oder R2 kann einen anderen Wert haben als R3. Ja, und dadurch werden zwei Sachen passieren. Zum einen werden wir einen verstärkenden Addierer erhalten. Das heißt, sowas hier, der führt also eine Addition durch und verstärkt das Ergebnis dann noch. Zusätzlich natürlich immer hier zu dieser Invertierung. Die ist immer mit dabei. Also im vorigen Video haben wir einfach nur addiert. Jetzt wird das Ergebnis auch noch verstärkt. Ja, und das Zweite, was passieren kann, wenn man diese Forderung fallen lässt, dass alle Widerstände gleich groß sind, ist Folgendes. Ich kann solche Additionen machen, und zwar 2 mal U1 plus 3 mal U2. Zum Beispiel. Das heißt, jeder Eingang hat ein unterschiedliches Gewicht, wird unterschiedlich bewertet. Ja, und wie jetzt die Widerstände oder welchen Wert die Widerstände hier haben müssen, damit entweder die erste Variante hier mit der Verstärkung oder diese Variante mit den gewichteten Eingängen auftritt, das zeige ich euch also in diesem Video. Ja, zunächst mal machen wir Folgendes. Die Widerstände R1 und R2, also die hier an den Eingängen, die wählen wir gleich groß. Ich kann es ja mal hier hinschreiben. R1 gleich R2. So, und R3 wählen wir jetzt aber anders. Also nicht so groß wie R1 oder R2, sondern R3, nehmen wir mal einen Wert, dann nehmen wir jetzt 5 Kilo-Ohm. Und hier, die hätten jetzt 1 Kilo-Ohm. Gut. Was erhalte ich da jetzt? Also da habe ich hier eine Ausgangsspannung und R3 zu R1 ist jetzt 5 Kiloohm zu 1 Kiloohm. Also habe ich hier U1 mal 5. Dann kommt hier U2 und U2 wird multipliziert mit R3 durch R2, also wieder mit 5 durch 1 Kiloohm. 5 Kiloohm durch 1 Kiloohm ist 5. So. Jetzt kann ich hier die 5 ausklammern. Einmal hier und einmal hier. Und hier vorschreiben. So, und da sehen wir, was diese Schaltung macht. Wenn ich diese beiden Widerstände hier gleich mache und den hier verändere, die Summe hier, die gebildet wird, also das ist ja ein Summierer, ein Addierer, die Summe wird verstärkt. Und diese Verstärkung hängt davon ab, wie groß das Verhältnis von R3 zu R1 ist, ne? R3 zu R1. Dieses Verhältnis gibt die Verstärkung an. Oder ich kann auch sagen R3 zu R2, denn die beiden sind ja hier gleich, ne? Die beiden Widerstände habe ich gleich gewählt. So, das war also die erste Schaltung. Ich mache hier eine Addition und verstärke das Ergebnis dann nochmal um den Faktor 5 oder um irgendeinen anderen Faktor. Das kann ich also damit regeln, indem ich R3 hier verändere. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Schaltungsvariante. Das mache ich mal wieder hier weg. Und zwar kommen wir zu den gewichteten Eingängen. Da mache ich mal Folgendes. Ich wähle mal hier R1 gleich 3 Kilo Ohm.
Also den hier. Und den hier, den wähle ich als 4 Kiloohm. Kiloohm. Und R3, da wähle ich jetzt 12 Kiloohm. Also ganz unterschiedliche Widerstände. Gut, gucken wir mal, was da rauskommt. Da habe ich also hier UA ist gleich minus U1 und R3 zu R1 ergibt hier 12 Kiloohm zu, geteilt durch 3 Kiloohm, das sind 4, plus U2 mal R3 durch R2 ergibt 12 durch 4, das ergibt 3. So, und da sehe ich, dass ich jetzt gewichtete Eingänge habe. Ich führe also jetzt nicht nur eine Addition durch, sondern der Eingang 1 wird mit dem Faktor 4 verstärkt und der Eingang 2 wird mit dem Faktor 3 verstärkt. Und natürlich nochmal hier invertiert, aber das ist ja immer so beim invertierenden Addierer. Also das ist die zweite Variante. Gut, machen wir mal eine Praxisaufgabe. Ihr bekommt von eurem Chef die Aufgabe, ihr sollt einen Addierer bauen, besser gesagt einen invertierenden Addierer. Und der soll Folgendes machen. Der soll das Dreifache der Spannung U1 nehmen und dazu das Fünffache der Spannung U2 addieren. Und das Ganze soll dann auch noch mit, sagen wir mal, mit dem Verstärkungsfaktor 5 verstärkt werden. Gut, das Erste, was ich mache, ist, ich multipliziere das Ganze aus. Dann habe ich hier UA gleich minus 15 mal U1 plus 25 mal U2. So, jetzt gucke ich mir die Formel hier an. Da habe ich UA gleich minus. Und jetzt sehe ich ja hier, ich habe hier U1. Ich unterstreiche es mal. Und der Koeffizient von U1 ist 15. Hier habe ich wieder U1 und der Koeffizient ist hier dieser Bruch und der muss jetzt zu 15 werden. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Widerstände nehmen, 15 Kiloohm, 1 Kiloohm. 15 Kiloohm und 1 Kiloohm. So, das gleiche mache ich hier hinten, aber jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen. Ich habe ja hier den Widerstand R3 gewählt und der kommt hier nochmal vor. Also muss ich den hier schon mal hinschreiben, 15 Kiloohm. Ja, da muss ich aufpassen. So, und jetzt soll hier dieser Koeffizient von U2 25 betragen. Das heißt, dieser Bruch hier soll 25 ergeben. Gut, wie rechne ich das jetzt? Da muss ich 15 Kiloohm durch 25 rechnen und da bekomme ich raus 0,6 Kiloohm oder 600 Ohm sind das. So, Augenblick, da muss ich eine andere Farbe nehmen. Ja, so würde man das rechnen und jetzt gucken wir mal, wie wir die Widerstände gewählt haben. R1 ist dann 1 Kiloohm, dieser hier. R2 ist 600 Ohm, das ist dieser hier. Und R3 hier oben, der ist 15 Kiloohm, steht hier bzw. hier. Ne? Denn R3 kommt ja hier zweimal vor. Ja, so würde ich das also machen, wenn ich so eine Schaltung aufbaue. Wir sind am Ende vom Video. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.